Ja, es tut. Und zwar muss ich jetzt auch mal einmal kurz was umstöpseln. Ihr könnt ja, wer da so steht oder sitzt über diesen Strahl, nee, unter diesem Strahl, über der Höhe, könnt ja mal aufstehen. Jetzt mal einmal eben. So. Also. Ich hoffe mal, dass es noch geht. Es ist sehr dunkel hier. Ja. Aber jetzt muss ich das Licht anmachen. Ja, Taschenlampe habe ich nicht mit, das wäre eine coole Sache. Ja, mach mal. Auf der Seite, okay, sorry. Die Seite. Gut. So, jetzt Lennart, du stehst im Bild. Wer traute sich eben mal die Strahlen zu berühren? Weil wir haben eben ja schon gesehen, ich habe da Rechtecke gemalt und sonst was. Also man generiert sich einfach 8 Strahlen. Das könnten auch mehr sein. Man kann das konfigurieren. Man könnte jetzt zum Beispiel auch die volle Oktave mit Halbtonschritten nehmen. Dann wäre das eben natürlich ein bisschen mehr und komplizierter zu spielen. So, was wir dann einfach gemacht haben, wir haben gesagt, wir nehmen eine Kamera. Die steht hier vorne auf dem Stativ. Da wackele ich jetzt nicht dran, weil wenn ich nämlich wackele, dann kommen plötzlich Töne raus. Was ihr hier hoffentlich erkennen könnt, ist,
ein Preview-Bild von der Kamera. Das ist schon mit der Software, die jetzt die Laser-AFA analysiert. Und man sieht jetzt hier diese 8 Punkte. Also ich glaube, ohne Details, ihr könnt diese 8 Punkte erkennen. Ne? So, und wenn jetzt mal bitte noch mal einer von euch von hinten diese Strahlen unterbricht. So, jetzt sieht man hier, die Strahlen sind unterbrochen. Und genau, die Software ist im Prinzip so gemacht, dass die hier weiß, da müsste eigentlich der Strahl sein. Also wir wissen nicht, wie die professionelle Laserwaffe funktioniert. Ob die ist wahrscheinlich sogar besser als unsere, weil hier muss man so ein bisschen rumfummeln, um das aufzusetzen. Wir haben da so eine Idee, die macht ein Hintergrundbild, wenn alle Laser aus sind, und macht das Bild, wenn alle Laser an sind, und dann muss man nur sagen, wo sind die Punkte, und dann hat man da die entsprechenden Töne. Und dann versucht die Software eben so schnell wie möglich Bilder zu holen und erkennt, ob der Laserstrahl da ist oder nicht. Und ihr habt gesehen, es gibt eine gewisse Verzögerung. Also ich kann jetzt nicht so beliebig schnell Töne damit machen, also dementsprechend auch nicht, wenn ich langsam hier durchgehe. Ja, wenn ich so schnell durchgehe, hat eben einer von euch gemacht, dann passiert gar nichts. So, jetzt zeige ich euch aber mal was. Guckt mal auf das Preview-Bild von der Kamera. Wenn ich jetzt natürlich... Wenn ich jetzt hier im Bild der Kamera den Strahlen, also den Sichtwinkel der Kamera auf die Strahlen verdecke, dann kann ich natürlich auch spielen. Aber bin gar nicht an den Hafenstrahlen, sondern... Ich mache hier Blödsinn halt. Ne? Genau. Möchte noch jemand probieren, auszuspielen? Okay, dann gehen wir zum nächsten. Dann jetzt. Das war ich. Hier. Ich bin zwischen Kamera und Tisch. Während ich den Stöpsel umstecke.